Und Silberklaue übernimmt die Führung. Ja, was für ein Vorsprung. Ich glaube, das ist das spannendste Rennen, das die Langustenwoche je gesehen hat. Langusten? Sind die Haie zu beschäftigt? Aber wartet, es sieht aus, als hätte Wuselschweif neue Kraft zum Weitermachen gefunden. Ja, das hat er. Juhu! Euch gefällt das tatsächlich? Halt, Einbrecher! Unbefugtes Betreten ist gegen das Gesetz. Verflucht! Mein Vorhaben schlug fehl. Cody? Ha, was ist das für ein Schnurrbart? Ich übe für meine Schulaufführung. Ich habe die Rolle des Bösewichts. Bad News Bruce. Aber du bist weder ein Bösewicht noch ein Bruce. Du bist ein Cody Burns. Ich tue so, als ob. Benutze meine Vorstellungskraft. Ihr wisst schon, zum Spaß. Ich kann keinen Nutzen daran erkennen, seine Identität zu fälschen. Die Polizei macht das manchmal im Fernsehen. Sie fangen mehr Bösewichte, wenn sie verdeckt ermitteln. Vielleicht helfen dir diese Detektivfilme beim Verstehen, Chase. Leute, kommt her. Im Museum wurde eingebrochen. Oh, jetzt können wir nicht sehen, wer gewinnt. Komm jetzt, Boulder. Hey, Vorsicht, Bruder. Wenn du den Stein fallen lässt, sind unsere Pläne Schrott. Ich bin ziemlich sicher, Bruder. Das sind sie schon. Evan und Miles, Hände hoch, sofort. Wieso eigentlich nur die Hände, Chief? Ihr habt wohl noch nichts von Docs Anti-Diebstahl-System gehört. Oh doch, ich hab's gehackt. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Mischgeburt! Helfen und retten! Sind wir von Not! Und Gefahr bedroht! Mischgeburt! Helfen und retten! Roboter und Räuber. Und tschüss. Ich hoffe nur, ihr habt nicht allzu viel zu tun in nächster Zeit. Ich bin echt froh, dass nur einer von denen redet. Kannst du sehen, wo Evan und Miles sich gerade aufhalten? Nein, ich glaube, sie stören die Kameraübertragung, Dad. Danny, versuch du, die Diebe aus der Luft zu lokalisieren. Kate, such die Straßen ab. Wir kommen hinterher, sobald wir wissen, was gestohlen wurde. Nicht viel, Dad. Sie haben nur ein Stück Mechanit mitgenommen. Es sieht schön aus, aber selten oder viel wert ist es nicht. Normalerweise haben Evan und Miles einen teureren Geschmack. Vielleicht haben wir sie verscheucht, bevor sie etwas Wertvolles gefunden haben. Die haben irgendwas vor. Ich wünschte nur, ich wüsste was. Yo, Mann, Bruder. Zeit, diesen ehrwürdigen Stein auf eine Testfahrt zu schicken. Schön, rot heißt los. Tja, sieht aus, als würde unser Technikzerstörer funktionieren. Und das bedeutet, dass alles mit Schaltkreisen es nicht tut.
Lass uns gehen, Chase. Diese Nacht ist perfekt für ein Manövertraining. Nein, danke. Ich befolge Codys Hinweis und studiere diese informativen, bewegten Bilder. Du siehst dir Filme an. Ich führe Untersuchungen durch. Wie auch immer du es nennen willst. Ich war eine Insel des Gesetzes in einem Ozean voller Verbrechenswellen. Ich habe so lange verdeckt ermittelt, dass mein eigener Chef mich nicht mehr erkannte. Es hat sich gelohnt, denn es bedeutete, die größte Verbrechensserie in Chicago aufzuklären. Verdeckt ermittelt? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Ja. Wisst ihr, wo Chase ist? Hab ihn heute noch nicht gesehen. Ich wollte für die Aufführung üben und zeigen, wie viel Spaß so tun, als ob macht. Wahrscheinlich musst du ihm erklären, was Spaß bedeutet. Die Abendluft war schwer. Schwer vom Nebel der Gesetzlosigkeit. Dann kam sie herein. Und fragte mich die eine Frage, die ich nicht beantworten wollte. Wieso ist es so dunkel hier drin, Chase? Gibt es einen Grund, wieso du ohne Licht hier sitzt? Ich benutze die Vorstellungskraft, um meine Ermittlungstaktiken zu erweitern. Ja, okay. Und woher hast du den Hut? Mein Leben ist voller Mysterien. Aus dem Internet. Anscheinend passt die eine Größe wirklich allen. Wow. Ich glaube, jemand versucht, Huxleys Sendung zu übernehmen. Über welche Sicherheitsmaßnahmen sollten ihr Bescheid wissen, Bürgermeister? Naja, falls Sie jemals eine unbeaufsichtigte Languste sehen sollten, Schnitt, sofort Schnitt! Da läuft irgendwas schief mit meiner Berichterstattung. Hey, wer seid ihr? Nein, halt! Wer seid ihr? Evan und Miles mögen die Langustenwoche wohl auch nicht. Cody, behalt die beiden von der Kommandozentrale aus im Auge. Team? Rescue Bots, ausrücken zum Einsatz. Das Geräusch meiner quietschenden Reifen hallte über die Landschaft. Chase, erzählst du eine Geschichte? Ich nutze meine Vorstellungskraft, um in der Figur zu bleiben. Dieses Verhalten ist im Film zu 99,8% effektiv bei der Verbrechensaufklärung. Wenn es bedeutet, Evan und Miles zu schnappen, bin ich dafür. Dad, Evan und Miles sind dabei, mit Huxleys Satellitenschüssel abzuhauen. Wozu brauchen sie die denn? Vielleicht wollen sie den Haustiere auf Eismarathon sehen. Daran glaube ich eher nicht, Blades. Ich gäbe alles dafür zu wissen, was die beiden genau geplant haben. Sie sind auf der Russell Street. Du kannst sie an der nächsten Straße abfangen. Haben das alle gehört? Bildet eine Straßensperre. Chase und ich kommen von hinten ran. Und falls wir keine ernstzunehmende Gefahr sind, ist es dieser Stolperdraht. Nicht laufen lassen sollen. Denken die tatsächlich, die könnten Chase als Fluchtwagen benutzen? Das will ich sehen. Jede Sekunde wird Chase auf die Bremse treten. Jetzt gleich. Oder auch nicht. Wo fährt er hin? Chief, tun Sie etwas! Chase ist Opfer eines GTA-Bot-Diebstahls! Aber Blades, niemand kann euch dazu zwingen, etwas zu tun, was ihr nicht wollt. Glaub mir, ich hab's versucht. Du denkst also, Chase wollte mit Evan und Miles aus irgendeinem Grund fliehen? Ach, er hat sich komisch verhalten in letzter Zeit. Mir ist nichts aufgefallen. Seine Optik war sauber, sein Funkenpuls normal. Wir können das ganz schnell herausfinden. Polizeibot, deine Koordinaten. Chase ignoriert den Chief? Er möchte wohl eher seine Identität nicht vor diesen Dieben preisgeben. Dad! Chase ist in einen Bereich gefahren, in dem alle Kameras aus sind. Er muss einen Plan haben. Wenn er was geplant hätte, hätte er mir davon erzählt. Vielleicht ist es ein geheimer Plan. Nein, Chase würde niemals eine Mission allein durchführen. Irgendwas läuft falsch. Wir haben das Polizeiauto geklaut. Chief Burns wurde gerade schief geburnt. Lass uns das Baby rausbringen und an die Maschine anschließen.
Polizeibericht. Verdeckte Mission. Etwas sagt mir, dass diese beiden Typen ein so großes Ding zusammenbrauen, dass sie ein extra großes Fass brauchen. Ich will ihren exakten Plan dem Chief vorsetzen. Deshalb bleibe ich hier, bis ich weiß, was sie letztlich als Cocktail servieren. Wenn X anzeigt, wo sie schon waren, dann gehen sie als nächstes zu Docs Labor. Chief, hier Chase Bericht. Die Kommunikationswege sind blockiert. Mein Funkgerät ist so nutzlos wie eine Badehose in der Wüste. Aber vielleicht habe ich draußen... Hey! Was geht ab, Roboter? Und mit wem redest du da überhaupt? Erwarte Befehle. Krass! Sieh dir das an, Bruder. Dieser Haufen Schrott muss alles machen, was wir sagen. Hey, Bullenbot! Verwandle dich in ein Auto! Zurück in einen Roboter! Hüpf auf einem Bein! Mach Liegestütze! Tu so, als wärst du ein Huhn! Oh, Evan, du bist ein böser Bruder. Okay, Roboter, sprich mir nach. Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Yeah! Neuer Befehl, Getriebehirn. Stiehl uns Flotium aus dem Labor. Das heißt, beweg dich! Es ist einfach perfekt. Alle Schuld fällt auf diesen Robotertypen und wir bekommen, was wir für unseren Superplan brauchen. Polizeibericht, verdeckte Mission. Ich wusste, dass ich tief drin steckte. Aber der Chief musste wissen, was diese Blutsauger planten. Also musste ich noch tiefer rein. Es wurde Zeit, meine Schwimmflügel auszuziehen. Noch Platz, Trax. Guter Junge. Flotium in Reinform kann alles zum Fliegen bringen. Aber wie passt das in den Plan? Er hat es tatsächlich geschafft. Verwandle dich in einen Autoroboter. Wir behalten dich. Polizeibot! Motor abschalten! Wieso sagst du Chief Burns nicht, was wir dir beigebracht haben? Und zwar sofort! Evan und Miles sind meine Programmierer und die Burns sind nur die Verlierer. Hat Chase uns gerade beleidigt? Ich könnte euch noch viel effizienter dienen, wenn ihr mir euren gesamten Plan verratet. Der Plan ist, bring uns hier raus. Effizient. Aufladen und abfeuern. Wow, was ist da gerade passiert? Ich glaube, Chase mag uns nicht mehr. Entwischen wird er uns jedenfalls nicht. Heatwave, denkt nach. Es muss irgendeine Erklärung für Chase Verhalten geben. Er würde sich nie absichtlich gegen uns wenden. Hallo, Dad? Hast du nicht gerade das Gleiche gesehen wie wir? Er wäre nicht der erste Cybertronianer, der die Seiten wechselt. Cody, wohin fährt er? Die Kameras fallen wieder aus. Das manipulieren doch seine neuen Partner. Heatwave, bestimmt ist Chase noch auf unserer Seite. Cody, so denkst du das? Naja, als Chase euch beleidigt hat, hat er nicht seine echte Stimme benutzt. Er tut so, als wäre er ein einfacher Robot. Ich glaube, er ermittelt verdeckt, wie in diesen Detektivfilmen. Könnte sein. Zurück zur Feuerwache, Team. Wir geben Chase noch nicht auf. Auch nicht, wenn er uns bereits aufgegeben hat? Polizeibericht, verdeckte Mission. Meine Partner zu verraten war härter als gefrorene Kaugummis im Winter. Aber es musste sein, um den genauen Plan des Duos zu erfahren. Ah, coole Nummer, Bruder. Mit mehr Flotium. Oh, fast vergessen, unsere Sachen abzuschirmen. Bleib innerhalb des grünen Lichts, Roboter. Außer du willst gegrillt werden wie die restliche Technik dieser Stadt. Während Griffin Rock zurück in die Steinzeit fällt, gehen wir feist shoppen.
Heatwave, melde dich. Es gibt einen Notfall. Exklamation der Frustration. Das Signal ist immer noch blockiert. Und wenn ich die rote Zone betrete, werde ich abgeschaltet. Chase, kommt zurück. Ihr werdet sehen. Und wenn er das nicht tut, können wir Bumblebee zu uns bitten. Kate, das ist nicht hilfreich. Danny hat Anrufe wegen eines auffälligen roten Lichts bekommen. Möchte sich das jemand mit ansehen? Ja, klingt super, Dad, aber ich schlag grad Grams Highscore. Melde dich, wenn du mich brauchst. Mir geht's gut! Evan und Miles laufen da draußen rum und ein mysteriöses rotes Licht. Ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist. Wer auch immer dahinter steckt, das Licht kommt näher. Achtung, Rescue-Bot. Ihr müsst auf alle Fälle den roten Strahl meiden. Das ist Chase. Seht ihr? Ich wusste, er lässt uns nicht im Stich. Es könnte aber auch eine Falle sein. Wieso warnt er euch dann erst, wenn er euch in die Falle locken will? Jungs, er wird überhaupt nicht langsamer. Was machst du da? Hau ab! Negativ. Dieses Energiefeld ist das Einzige, was uns vor dem Technikzerstörer schützt. Technikzerstörer? Kommt von dem dieser Strahl? Ja. Evan und Miles wahrer Plan. Lasst es mich erklären. Oh yeah! Highscore! Graham ist sowas von besiegt! Hä? Was? Warte! Cody sagte, habe ich meine Vorstellungskraft benutzt, um verdeckt zu ermitteln. Wir haben nie an dir gezweifelt, Chase. Richtig, Heatwave? Falsch. Einfach abzuhauen hat uns alle in Gefahr gebracht. Und wir haben dich vermisst. Später ist genug Zeit, das alles zu klären. Lasst uns erst diese Strahlschäden prüfen. Und Evan und Miles aufhalten. Aber wie? Wir haben keine Technologie. Nicht mal in der Kommunikation. Und wenn die Bots unter dem Schild bleiben müssen, sind sie keine große Hilfe. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Okay. Wer hat vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen? Fette Beute, Bruder. Holen wir noch mehr. Ich bin seit Jahren nicht auf so einem Teil gefahren. Du wirst genug Zeit zum Üben haben, bis wir in der Innenstadt sind. Ach, na toll. Und wir stehen hier rum und warten, obwohl es Menschen gibt, die gerettet werden müssen. Vielleicht können wir auf andere Weise helfen, indem wir die Quelle des Problems zerstören. Wie sollen wir das denn unter dieser Glocke anstellen? Hier ist nicht mal genug Platz zum Transformieren. Pass auf, dein Fuß! Das funktioniert. Nochmal von vorn, Rescue Bots. Lauf zum Einsatz! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Vorsichtig, Mr. Harrison. Haben Sie schon mal daran gedacht, zur Arbeit zu laufen? Alles klar, Cody. Dad, da drüben! Straßensperre! Ganz ruhig, Evan. Sie sind nichts ohne Ihre Roboterdiener. Einige von uns können es immer noch auf die alte Tour erledigen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also... Das war demütigend. Ich fand, es war Teamarbeit. Die eigentliche Herausforderung ist es, an den Technikzerstörer dort oben zu gelangen. Ich fliege einfach hoch und... Oh, richtig. Der Schild. Evan und Miles haben das Teil schweben lassen. Wenn wir uns nun vorstellen, dass wir Bösewichte sind wie Sie, könnte uns eine Lösung einfallen. Das ist das Dümmste, das ich jemals... Hallo, ich bin Miles. Ich liebe es zu stehlen.
Ich bin wie Evan. Ich rede überhaupt nicht. Oh, kommt schon, das hilft uns nicht weiter. Wenn ich ein Bösewicht wäre, würden mir bessere Sachen einfallen für die Verwendung von Flotium. Das Flotium! Ich habe gerade bewiesen, dass ich Unrecht hatte, oder? Vorbereiten zum Abflug. Oh, das hier ist lächerlich. Eigentlich ist es ganz schön, mit euch allen zu fliegen. Wir haben's geschafft. Gute Arbeit. Wurde auch bemerkenswert. Vorstellungskraft ist eindeutig eine praktische Sache bei Rettungseinsätzen. Ich hoffe, du weißt auch, wie wir hier wieder runterkommen. Und so wie ein Schwimmbad im Winter wurde der Fall geschlossen. Mit wem redest du da? Die Idee war gar nicht so schlecht, Chase. Aber in Zukunft, teile uns deine Pläne bitte mit. Verstanden. Möchtest du meinen gegenwärtigen Plan hören? Möchtest du eine ehrliche Antwort? Cody und ich werden ab heute für die Schulaufführung üben. Zum Glück spiele ich den Guten. Mal was anderes. Ich finde, meine Vorstellungskraft wurde für einen Tag genug strapaziert. Messt eure Temperatur, denn Griffin Rock ist im Delfinfieber. Hallo zusammen, ich bin Huxley Prescott und das ist der Eröffnungstag des Delfin-Wunderfestivals. Sir, ich wusste nicht, dass es in Griffin Rock so viele lizenzierte Autofahrer gibt. Die meisten sind Besucher, Chase. Sie kommen mit der Fähre rüber. Der erste Tag des Festivals ist immer so. Ich verstehe den Reiz nicht, gleich aussehenden Meeressäugetieren beim Vorbeischwimmen zuzusehen. Hoffentlich wird es besser als letztes Jahr. Da sind hier kaum Delfine aufgetaucht. Der Bürgermeister hat einen Delfinanzug angezogen, um die Leute vom Gehen abzuhalten. Und kleine Kinder haben angefangen zu heulen. Wir sind jetzt am Hafen und was sehe ich da mit meinen scharfen Augen? Ein glitzerndes Sonnenlicht, ein winkendes Seegras? Oder ist es vielleicht der erste Delfin unseres Festivals? Stürzt ein, da sind Leute drauf. Ich flieg los. Sind auf dem Weg. Hab verstanden. Chase, Zeit, die Beine lang zu machen. Gerne, Sir. Oh, das ist zu schnell, Heatwave. Ja, mach einfach die Augen zu. Ja. Was für eine Show! Denn
Delfine und Rettungsroboter. Nur hier in Griffin Rock. Ich bin Huxley Prescott. Noch mehr Autos. Ich sollte wirklich nicht gehen. Ach, hab ein bisschen Spaß, Dad. Uns passiert schon nichts. Wir können auf uns selbst aufpassen. Bitte bleiben Sie. Das letzte Mal, als Kate das Sagen hatte, mussten wir den Boden der Garage wachsen. Es war doch sehr schön, ein Spiegelbild beim Runterschauen zu sehen. Also mein Spiegelbild. Keine Sorge, Chief. Wir bekommen alles in den Griff. Das Festival und auch Kate, denke ich. Ich wünschte, ich könnte Sie zur Friedensoffizierskonferenz begleiten. Das klingt höchst informativ. Ja, aber sie dauert immer viel zu lang. Dennoch, Sir, machen Sie viele Notizen. Kinder, da Doc und Frankie nicht in der Stadt sind, habe ich jemanden gebeten, aufzupassen auf die Dinge. Das ist ein Codewort für Babysitter, oder? Oh, das könnt ihr mir glauben. Ein Babysitter ist er nicht. Hallo, Heldenfamilie. Uncle Woodrow. Willkommen zurück. Ich dachte, du wärst auf Safari. Hey, ist das Großvaters altes Cabrio? Ja, das ist die alte Klapperkiste. Wir hatten schon früher viel Spaß damit, Spritztouren zu unternehmen, nicht wahr, Charlie? Das beste Auto aller Zeiten. In der Tat. Und wie geht es, meine liebsten Menschen und Aliens? Sprich nicht so laut. Ein bisschen lauter. Der Rest der Insel hat sie noch nicht gehört. Was? Wartet, ihr macht immer noch ein Geheimnis daraus? Ja, und du wirst es auch tun. Oh. Hab verstanden. Aber hey, Cybertronianer, lasst uns später noch quatschen. Ich möchte noch mehr über eure Welt und eure Kultur erfahren. Liebend gerne doch. Das Festival wird jedermann mit genügend Arbeit versehen. Und ich gehe davon aus, dass Cody und ich den Laden schmeißen. Woodrow, darüber haben wir gesprochen. Das war doch nur Spaß, Charlie. Ich werde bei den Rettungsaktionen nicht mitmachen. Hey, du weißt, ich bin nicht im Dienst. Hast du uns wieder coole Geschenke mitgebracht? Von meiner Safari? Wohlschmeckende geröstete Käfer. Da isst man nicht nur einen. Das glaube ich dir gern. Das ist mein Zeichen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, Dad. Wir schaukeln, bis bald. Das geht schon, Charlie. Viel Spaß, Dad. Da ich nicht ohne Fahrer gesehen werden darf, laufe ich nach Hause. Begleitest du mich, Cody? Nein, ich glaube, der kleine Chief fährt lieber im Oldtimer mit seinem Onkel, richtig? Aber sowas von. Bis nachher, Chase. Natürlich. Genieß die Klapperkistenfahrt. Das ist eigentlich Chases Platz. Ach was, das stört ihn nicht. Außerdem, ich muss schnell in die Küche. Ich habe ein tolles Rezept fürs Abendessen. Cool. Was kochst du denn? Gebackene Hakalui. Ein kleines Rezept, das ich aus dem kaliopischen Urwald habe. Was ist da drin? Eine Fülle von leckeren Zutaten. Aber da ihr keine Eier von der Langschwanz-Fruchtzauber habt, musste ich improvisieren. Ach, riecht nach Füßen. Grahams Füßen. Schmeckt ziemlich gut. Hat irgendwie was Besonderes. Interessant. Ich hatte euch doch gesagt, dass diese Käfer lecker sind. Du verlierst Öl. Ist dir das bewusst? Das sollte weit genug sein. Nun beginnen wir mit der Arbeit. Also, ich bezweifle stark, dass diese Leuchtteile die Delfine zur Insel locken, Sir. Die Werbung sagt, dass sie den huschenden Klang von schwimmenden Tintenfischen abgeben. Delfine mögen Tintenfische. Was soll da schon schiefgehen? Sie haben sie auf einem Flohmarkt gekauft, Bürgermeister. Mit einem Gutschein. Hören Sie entweder das oder Sie tragen das Delfinkostüm dieses Jahr. Ich werde dann mal die Anleitung lesen. Die Anleitung lesen? Lassen Sie das. Licht und Klang werden durch das Wasser aktiviert, ist doch klar. Ja, wenn die Delfine diese kleinen Wunder rund um die Insel jagen, werden die ganze Woche Touristen hier sein. Hier steht, dass man höchstens alle 15 Meter einen ins Wasser setzen soll, um den Bootsverkehr nicht zu beeinträchtigen. Ach, die Zeit drängt. Was soll's, Mr. Alper? Kommen Sie. Ja.
hättest mich wirklich nicht zur Schule fahren müssen, Onkel Woodrow. Meistens nehme ich einfach mein Hoverboard. Überhaupt kein Problem, kleiner Chief. Die Gelegenheit, Chase zu fahren. Wie geht's dir überhaupt, Chase? Gut, Sir. Wie lange genau werden Sie und Ihr Auto in der Stadt sein? Notrufzentrale? Hilfe! Meine Yacht ist auf direktem Kollisionskurs mit der Südküste! Wir kommen, Bürgermeister! Team, die Yacht des Bürgermeisters kracht gleich auf den Strand. Wir müssen reagieren, Onkel Woodrow. Cool, ich bin in der Rettungsaktion. Rescue-Bots, ausrücken zum Einsatz! Achtung, bitte verlassen Sie sofort den Strand! Das Boot! Schnell weg von hier! Es ist viel zu schnell! Sieht aus, als würde die Yacht auflaufen, bevor ihr da seid. Danny, hör zu. Erinnerst du dich, als du mit deinen Puppen und Spielzeugbooten in der kleinen Bucht gespielt hast? Ja, wieso fragst du? Blades kann die Rampe sein. Kann was sein? Kann was sein? Das könnte funktionieren, Danny. Schnell! Oh, weia. Was, oh, weia? Du weißt, ich mag kein oh, weia. Lass dich in die Brandung fallen. Robotermodus. Oh, weia. Lass dich jetzt vorwärts fallen und stütz dich ab. Oh, Mann. Von allen hirnrissigen Ideen. Hat sie funktioniert? Irgendjemand wird eine Medaille dafür bekommen. Au, 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 au. Es ist eine einfache Wasserleuchte. Aber beworben wird sie hier als Delfinköder. Denkst du, dass der Bürgermeister sie ins Meer geworfen hat? Würde mich nicht wundern. Es ist nicht richtig, Delfine dahin zu locken, wo sie nicht hinwollen. Laut unserer eigenen Rettungshelfer gilt die größte Anerkennung für die kühne Rettung an diesem Morgen Woodrow Burns. Gut gemacht, Onkel Woodrow. Deshalb, bis Chief Burns zurückkehrt, ernenne ich Woodrow temporär zum stellvertretenden Chief von Griffin Rock. Ich liebe Onkel Woodrow, aber er wird uns niemals sagen, wie wir unsere Arbeit zu erledigen haben. Chief Woodrow, was sagen Sie? Nun, ja, ich bin sprachlos. Bürgermeister, ein paar Worte? Obwohl es mich doch stark daran erinnert, wie ich ehrenamtlicher Stammesführer der Baummenschen von Tatui wurde. Man hat dann von mir erwartet, dass ich in einen aktiven Vulkan springe, um den Lavagöttern geopfert zu werden. Wow! Ich schätze, Onkel Woodrow ist jetzt offiziell im Dienst. Chase, ich bin bereit. Bereit wofür, Sir? Nun, was macht Charlie denn normalerweise? Der Chief arbeitet sehr oft oben in der Feuerwache. Und er trägt dabei nicht die Kleidung eines anderen. Danny, einige Delfinluftballons haben sich in den Windturbinen verfangen. Ja, weißt du, Danny, einmal, als ich versucht habe, Kokosnüsse von einem hohen Baum zu holen, habe ich einen Hochleistungsbogen benutzt und... Ja, danke, Onkel Woodrow. Wir klettern einfach hoch. Kate! Notruf wegen eines Fettbrands in einem der Festival-Imbisswagen. Haho, man kann einen Fettbrand nicht mit Wasser löschen, Kate. Graham, bringe Boulder dazu, den gesamten Imbisswagen mit Sand zu bedecken. Was? Wir sind bestens für Fettbrände ausgerüstet. Danke, Onkel. Onkel Woodrow, vielleicht solltest du... Erlaubst du? Notrufzentrale? Was? Keine Sorge, ich bin schon auf dem Weg. Übernimm das, Cody. Chase und ich werden gebraucht. Ein Mann ist seit über 3 Stunden in einem Baum gefangen. Der arme Mr. Pettypaws. Aber Onkel Woodrow, er ist kein... Er gehört der... Er wird es rausfinden. Musik
Alles klar, kein Frühstück. Och Mist, ich hatte mich schon auf Onkel Woodrows gegrillte Echsenschwanz-Omelette gefreut. Ich frag mich, wo er wieder ist. Wahrscheinlich schmiert er Antiseptikum auf die ganzen Kratzer, die er sich von Mr. Pettypaws eingefangen hat. Ach, kommt schon, Leute. Oh, Onkel Woodrow, wir wollten nicht... Ach, lass doch. Ist schon in Ordnung, Kinder. Ich weiß, ich habe mich mitreißen lassen. Aber naja, es hat sich so toll angefühlt, Teil dieser Familie zu sein. Und keine Sorge, ich halte mich ab jetzt von Rettungen fern. Das habt ihr toll gemacht, Leute. Was? Du hast doch... Du warst Kate. Doch... Rettungstruppe, wir haben ein absolut totales Delfin-Desaster am Hals. Wie können wir ein Festival feiern, wenn unsere Hauptattraktion flussaufwärts im Sumpfgebiet gestrandet ist? Also so werden diese Delfine nicht mehr sehr lange überleben. Rescue-Bots ausrücken zum Einsatz. Onkel Woodrow, komm schon. Nein, ich habe versprochen, nicht im Weg zu stehen. Kate, Danny und Graham haben doch nur Spaß gemacht. Ist schon okay, Cody. Aber Chase braucht einen Fahrer, oder Chase? Das ist korrekt, außer ich möchte laufen, was ich nicht will. Wenn du darauf bestehst. Rescue-Bot, ausrücken zum Einsatz. Nur Heatwave sagt das. Ja, entschuldige. Aus irgendeinem Grund sind die Delfine hier flussaufwärts geschwommen und dann dort hinunter ins Sumpfland. Ich verstehe es nicht. Wieso können sie nicht einfach rausschwimmen? Sie sind vielleicht ängstlich und verwirrt. Das verstehe ich. Diese Wasserleuchten. Sie müssen falsch abgebogen und hier gelandet sein. Und die Delfine sind ihnen gefolgt. So wunderschöne Geschöpfe. Wir müssen etwas tun. Das werden wir. Wir sollten uns beeilen. Delfine können außerhalb des Wassers schnell überhitzen. Wir kümmern uns um die Leuchten. Bots, trag die Delfine über die Böschung in den Fluss. Die Strömung bringt sie ins Meer zurück. Verstanden. Bewegung. Es tut mir so leid, mein Kleiner. Die Zeit läuft uns davon. Wir können nur die Hälfte der Delfine befreien. Wir haben leider keine andere Option. Aber ich habe da noch so eine Idee. Sei nicht böse, Onkel, aber... Wir müssen etwas tun. Also, Onkel Woodrow, woran denkst du? Naja, wenn wir den Wasserstand erhöhen, dann könnte ich die Delfine davon überzeugen, von alleine wieder zurück in den Fluss zu springen. Die Delfine überzeugen? Ja, ich habe mit dieser Spezies viel kommuniziert, während ich die Marshallinseln erkundet habe. Auch wenn du kommunizieren könntest, wie wollen wir denn den Wasserstand erhöhen? Das Gute ist, dieses Sumpfgebiet wird nur durch zwei Abflüsse entwässert. Und alles, was wir tun müssen, ist, die zu blockieren, richtig? Das ist ein Versuch wert. Geht klar, so machen wir's. Das würde ich gerne eine gewisse Cabrio-Klapperkiste tun sehen. Heatwave? Megafon, bitte. Na, das will ich sehen. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich probier's. Kommt schon, schwimmt hier entlang. Einfach rüber, Delfine. Ihr könnt es schaffen. Die Dämme brechen ein. Ach, warum funktioniert das nicht? Ich hab's doch vorher schon gewusst. Warte, Onkel Woodrow, du sagtest, du hast mit den Delfinen auf den Marshallinseln gesprochen. Das ist im Pazifischen Ozean. Gibt es dort nicht andere Delfine?
Klar. Ich spreche pazifisches Weißseitendelfinisch, nicht atlantisches. Sie hören ihm tatsächlich zu. Ich will auch Delfinisch sprechen. Oh, oh, au! Onkel Woodrow, denk nie mehr, dass du nicht Teil der Familie bist. Nur ein Burns hätte so etwas tun können. Jetzt verstehe ich, wieso Leute herkommen und ihnen zusehen. Ich will einen Delfin. Vielleicht auch nur einen dieser Ballons. Das Festival ist mal wieder gerettet. Ach ja, Mr. Alper, Sie können sich jetzt umziehen. Selbstgemachte Pizza. Das perfekte Willkommensessen. Danke fürs Zubereiten, Woodrow. Ich liebe es, für meine Familie zu kochen. Und riecht auch nicht nach Füßen. Schon klar, dass meine kulinarische Auswahl etwas ungewöhnlich ist. Aber sobald man den ersten Eindruck überwunden hat, ist sie nicht schlecht, oder? Ja, vielleicht so wie ich. Ja, gewöhnungsbedürftig. Das bist du. Schmeckt richtig gut. Und da glauben manche Leute, dass Fledermauskäse nicht schmeckt. Haha, Scherz. Schon mal Fledermäuse gemolken? Die sind doch furchtbar launisch. Das ist wirklich kein Fledermauskäse, oder? Auch wenn ich deinen Ölfleck aufwischen muss, du hast deine Menschen beschützt. Und dafür hast du meinen Respekt. Pass gut auf alle auf, kleiner Chief. Mach ich, Onkel Woodrow. Bis bald, Onkel. Gute Reise. Schick eine Postkarte. Doc, ich hoffe, das erreicht Sie. Erinnern Sie sich, wie mein Onkel Woodrow im Inneren der Erde nach Außerirdischen suchen wollte? Naja, das ging nicht ganz so wie geplant. Wir saßen unter der Erde fest. Und als meine Familie, die Bots und sogar Optimus Prime uns retten wollten, stürzte die ganze Höhle ein und wir wurden voneinander getrennt. Jetzt sind Dad, Onkel Woodrow, Chase und ich hier unten eingeschlossen und von den anderen abgeschnitten. Wenn Sie diese Nachricht bekommen, schicken Sie Hilfe. Schnell! Oh, mach schon. Ich hab doch die GPS-Koordinaten auf Doc Greens Labor eingestellt. Tut mir leid, mein Junge. Es war eine gute Idee. Aber Satellitentechnik funktioniert hier unten nicht. Funkgeräte auch nicht. Wisst ihr was? Wir werden den Rest der Familie erst finden, wenn wir unseren Grips und Mut einsetzen. Es ist ein Abenteuer. Es ist verantwortungslos. Darum war ich von Anfang an gegen diese unterirdische Spritztour. Weißt du, Charlie, du lernst nie was Anständiges, wenn du die Insel nicht ab und zu verlässt. Ich muss mich nicht verbrennen, um zu wissen, dass Feuer heiß ist. Wenn wir davon reden, Sir, mir scheint aber das... Aber ich musste ja erst einen Tunnel graben, um festzustellen, dass mein Bruder mit Aliens zusammenlebt. Chief, es tut mir leid, aber... Festzustellen? Ich hab's dir gesagt. Ja, hat lange genug gedauert. Dad, sieh mal! Modrige Avocado-Soße. Genau genommen ist es wohl Lava. Und sie blockiert unseren einzigen Ausweg. Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Helfen und retten sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue Bots, helfen und retten. Rescue Bots. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue Bots retten täglich die Welt. Rescue Bots, helfen und retten. Rescue Bots. Im Fahrstuhl durch den Magma-Schlund. Wir müssen eine Magma-Kammer angebohrt haben. Chase, Fahrzeugmodus. Woody, Cody, einsteigen!
Seid ihr lavaresistent? Bedauerlicherweise nein. Jedoch sind alle Rescue-Bots für eine Notfallrettung trainiert. Er meint, du sollst dich anschnallen. Heißer als der gestiefelte Kater. Mir war nicht bewusst, dass Mr. Pettipaws Stiefel trägt. Ist nur ein Spruch, Chase. Onkel Woodrow ist beeindruckt. Jetzt spart euch die Komplimente, bis wir außer Gefahr sind und wissen, wo die anderen stecken. Doch bitte, Charlie. Kannst du dich nicht einfach mal entspannen? Nicht, wenn ich meine Familie beschützen muss. Chase, kannst du darüber springen? Negativ, aber das gibt mir die Gelegenheit zu erwähnen, die Brechtüten befinden sich in meiner Mittelkonsole. Aufladen und abfeuern! Ha! Tut mir leid, Onkel Woodrow. An den Fahrstil der Bots muss man sich erst gewöhnen. War das Manöver eines gestiefelten Katers würdig? Absolut, Chase. Nur hoffentlich haben wir uns nicht zu weit vom Rest des Teams entfernt. Was denken Sie, wie tief das runtergeht? Ich habe kein Bedürfnis, das herauszufinden. Heatwave, ich bin beeindruckt von deinen Fähigkeiten, seit du auf Griffin Rock bist. Danke, Sir. Mein Team hat viel gelernt mit unseren menschlichen Partnern. Und willst du dich immer noch meiner Mannschaft auf dem Festland anschließen? Das wäre uns eine Ehre. Ich muss erst die anderen Bots fragen, aber... Das Angebot gilt allerdings nur für dich. Ah, mit allem Respekt, Sir. Sie machten mich zum Chef dieses Teams. Wenn ich es zurücklasse, lasse ich nicht nur meine Leute hängen, sondern auch Sie, Sir. Das war es, was ich von dir hören wollte, Heatwave. Wenn man ein Team leitet, muss man die eigenen Bedürfnisse hinter die der anderen zurückstellen. Es freut mich, dass du das gelernt hast. Oh, danke. Denke schon. Scheint ganz so, als hättest du damit einen Mechanismus in Betrieb gesetzt. Ein Vulkan? Dieser Schacht muss zur Magmakammer führen. Von Menschen gebaut. Fragt sich nur, wozu. Wahrscheinlich mit der gleichen Logik wie die dieses Kuro-Sticks. Sieh mal. Tageslicht. Der Hebel hat wohl den Deckel des Vulkans geöffnet. Wir können da rausklettern. Und jetzt müssen wir nur noch den Rest deines Teams finden und mit ihnen an diesen Ort hier zurückkehren. Welchen Gang sollen wir zuerst nehmen? Cody hat mir gezeigt, wie sich die Menschen entscheiden. Ene, mene, miste. Move! Versuch's mal hier, Boulder! Keine Chance. Diese Wand ist auch aus massivem Fels. Hätte ich dir auch sagen können, das sieht man doch. Sieh's ein, Graham, wir stecken hier fest. Nun, wenn wir schon feststecken, dann wenigstens an einem Ort mit irre glitzernden Wänden. Blades, das ist Schimmel. Mach das weg! Mach das schnell weg! Wisst ihr, Dad wird sicher schon nach dem Rest des Teams suchen. Er findet uns. Und Optimus bringt uns hier raus. Und wenn sie auch eingeschlossen sind wie wir? Hier, meine Schallmesstechnik zeigt einen Hohlraum hinter diesem Gestein an. Gut gemacht, Boulder. Ja, super hilfreich. Wäre da nicht die massive Felswand im Weg? Wir sind Ingenieure. Wir machen einen Durchgang. Bereit, Boulder? Ihr haltet euch besser die Ohren zu. Jetzt knallt's in der Schaufel! Das kitzelt. Wow. Das ist ja unglaublich. Das Wasser hat einen hohen Salzgehalt. Das ist Meerwasser. Aber wie kommt das Meer hierher? Wir sind doch im Untergrund. Die seismische Aktivität hat im Laufe der Zeit die Landschaft verändert. Das Wasser hier muss vor Millionen von Jahren eingeschlossen worden sein. Ist wohl nicht das Einzige, was hier eingeschlossen wurde. Oh.
Ein Pterodactylus. Ich fass es nicht. Ihrert? Klasse. Eindeutig, dass Boulder Sonar keine Dinosaurier registriert. Wissenschaftlich gesehen ist das eine fliegende Eidechse. Eigentlich sind wir ihr Mittagessen. Sie hat uns noch nicht gesehen. Blades, lass uns mal nachschauen. Ich denke, da ist noch ein anderer Tunnel am Wasser. Du willst wirklich, dass ich losfliege mit so einem Terror-Dackelfuchs da oben? Pterodactylus. Und wir fliegen tief. Wir sind fast da, Blades. Ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, meine Rotoren zu spreizen. Blades, Steigflug, sofort! Blades, Robotermodus. Schon. Was? Ach, erinnert mich bitte daran, dass ich diesem Badeort hier eine schlechte Bewertung gebe. -5 Sterne. Wir sollten jetzt eine sichere Höhle finden. Halt! Stopp! Warte! Woher weißt du, dass es dahinter nicht noch größere Dinosaurier gibt, die auf Zoff aus sind? Jetzt schalte dein Sonar-Dingsbums aus. Außer du bist sicher, du ortest Dad. Möglicherweise geht das. Wenn ich meine Schallwellen auf die Schwachstellen im Felsen richten würde. Und die natürliche Akustik der Höhle die Schwingungsweite verstärkt? Hört sich das für andere auch so an, wenn wir reden? Ja, mit etwas mehr Popkultur reingepackt. Also, ihr Außerirdischen schlaft nicht. Und esst ihr was? Nicht so, wie es Menschen tun. Aha. Das wollte ich als nächstes fragen. Wartet kurz. Ich will nicht, dass wir uns noch weiter verirren wie bis jetzt schon. Chase, du bleibst hier bei Cody und Woodrow. Ich nehme das Seil und suche weiter. Ich helfe. Es geht schneller, wenn wir zwei Gänge gleichzeitig erkunden. Nein, ich will nicht, dass du wegläufst und den Entdecker spielst. Ja, soll das daran erinnern, wie du dich mal im Wald verirrt hast? Ich hab dich gerettet. Wer sagt denn, dass ich gerettet werden wollte? Du selbst, du hast mich über Walkie-Talkie gerufen. So war es nicht. Doch, so war's. War's nicht. Doch, so war's. Ja, du bist ja irre. Ich weiß das noch ganz genau. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, der Chief hätte sich mit seinem Bruder wieder versöhnt. Es ist wie mit mir und Kate. Wir sind uns nicht immer einig, aber Blut ist dicker als Wasser. Ich wusste nicht, dass die Viskosität da eine Rolle spielt. Das heißt, dass im Grunde Brüder immer alles füreinander tun würden. Vielleicht solltest du sie an diese Tatsache erinnern. Und lass mich nicht davon anfangen, wie du damals meine Stoppuhr geklaut hast. Ausgeliehen! Hey, Burns-Familie! Ihr könnt weiter streiten, wenn wir alle hier sicher raus sind. Aber jetzt müssen wir zusammenhalten, um das zu schaffen. Du hast recht, mein Junge. Entschuldige, wir waren nicht bei der Sache. Friedenspfeife? Friedenspfeife. Ich bin erfreut zu hören, dass ihr Blut dicker ist, Sir. Oh. Oh. Wow, ist das ein Erdbeben? Es hört sich eher wie Trommeln an. Morsezeichen. Schnell, es kommt von da drüben. Das ist Ihr Schlepper. Hilf mir, ihn rauszuziehen. Was zum Auspack? Energon. Ein Vorkommen von Energon in dieser Größe ist von unschätzbarem Wert. Ich wünschte nur, dass wir es unter günstigeren Umständen entdeckt hätten. Das klingt doch wie Boulder. Wir kommen runter. Woodrow, sei vorsichtig.
Der Fels sieht nicht sehr stabil aus. Alles bestens, Charlie. Sei doch nicht so ein Angsthase. Wenn gebührende Vorsicht heißt, ein Hase zu sein, bin ich ein stolzer Hase. Ja, und weißt du, was man über Neugierde und Katzen sagt? Betrifft das auch Stiefel? Wir hatten abgemacht, zusammenzubleiben. Schon vergessen? Ich weiß ja, und es tut mir leid. Aber vor was sollten wir uns hier denn fürchten? Auszusterben ist keine Entschuldigung dafür, die Gesetze zu brechen. Pterodactylus hat sie festgenagelt. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Blades, was machst du? Du bist verletzt. Du kommst nicht hoch genug, um sie zu retten. Ich weiß. Aber ich kann hoch genug fliegen, um einen zu holen, der es kann. Hey, großer Piepmatz! Yeah, Fischlein, Fischlein, Fischlein! Na, das ist eine richtig tolle Familie. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Können wir nächstes Mal auf Hawaii Urlaub machen? Blades, das war der Wahnsinn. Wie kamst du darauf, mit dem Fisch den Pterodactylus von uns abzulenken? Ich war inspiriert von deinem Onkel Woodrow. Ach ja? Seitdem er bei uns ist, ist der Chief nur noch mit Streiten beschäftigt. So dass er alles andere nicht mehr sieht. Oh, nicht gerade ein Kompliment. Nein, aber eine präzise Beobachtung. Oh, was jetzt denn, Triceratops? Heatwave, es geht dir gut. Ich meine, hallo. Wir haben euer Signal empfangen. Seid ihr alle sicher hier? Vorläufig schon. Je schneller wir nach Hause können, umso besser. Dann folgt uns, Chief. Wir kennen einen Weg hier raus. Und noch einiges mehr. Blitzring. Oh, fantastisch. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Also, das ist alles pures Generon? Energon. Es ist der Treibstoff und das Lebensblut, das in uns fließt. Ist es nicht etwas zu fest dafür? Dies ist unraffiniertes Energon. Und in diesem Zustand ist es extremst entflammbar. Vielleicht sollten wir lieber weitergehen. Ja, wo ist dieser Ausgang, von dem du gesprochen hast? Ich hoffe, ihr mögt Vulkane. Ich weiß nicht. Selbst in unseren Bots würde es Tage dauern, diesen Schacht hochzuklettern. Tage? Und was essen wir in der Zeit? Also Höhlenbewohner essen häufig blinde Larven. Die sind wirklich nahrhaft. Sie bleiben dir zwar zwischen den Zähnen stecken. Köstlich. Wir brauchen aber auch frisches Wasser. Danny, wie geht es Blades? Er kann nicht sehr hoch fliegen mit dem beschädigten Rotor. Also sitzen wir hier unten fest? Sir, wir lassen nicht zu, dass Ihrer Familie etwas zustößt. Es muss doch einen anderen Weg nach oben geben. Vielleicht können Graham und ich sowas wie ein Katapult bauen. Schade, dass wir durch den Vulkan nicht hochschießen können, wie die Lava. Hochschießen? Ja, wie eine riesige Flaschenrakete. Ja, die haben wir als Kinder auch gemacht, weißt du noch, Charlie? Wir entzünden das Energon und boom! Wir benutzen eine Plattform, wie ein Fahrstuhl mit Raketenantrieb. Kann sowas wirklich funktionieren? Theoretisch gesehen schon. Optimus, es ist mir peinlich, dich um so viel Energon bitten zu müssen. Chief Burns, Energon ist sicher ersetzbar. Menschenleben sind es nicht.
Zuerst müssen wir eine Plattform quer über den Schacht bauen, dann noch eine Zündschnur und die übrigen Gänge verschließen. Also los geht's, Team! Manchmal ist Onkel Woodrow wirklich erstaunlich, oder, Dad? Ist er immer, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Bereit, Woodrow? Ganz wie in alten Zeiten, nicht wahr? Auf mein Zeichen. Eins. Zwei. Drei. Jagt es hoch! Ich hoffe, das hat einer gefilmt. Woodrow? Oh, der alte quietschende Bretterboden verrät mich jedes Mal. Wo willst du denn hin? Ich dachte, du wolltest noch eine Woche bleiben. Geh fischen und erhol dich. Wollte ich ja, Charlie. Aber was wir gesehen haben, außerirdische, prähistorische Wesen, Energon, das hat mir klar gemacht, dass es noch so viel zu entdecken gibt. Ich kann nicht noch mehr Zeit hier verschwenden. So wie ich? Das wollte ich damit nicht sagen. Du bist ein toller Vater und ein großartiger Polizeichef. Wenn ich sowas sein könnte, würde ich bleiben. Aber ich bin ein Abenteurer. Und du? Der Bruder des Abenteurers. Sei vorsichtig, Woodrow. Und wenn du das nächste Mal kommst, wird das Essen für dich fertig sein. Onkel Woodrow? Warum hat er sich nicht verabschiedet? So ist dein Onkel nun mal, Cody. Aber richtig weg ist er nie. Wir halten ihn einfach ganz fest hier drin. Ich bin sehr erfreut über eure großen Fortschritte, Sigma 17. Setzt euren Einsatz hier fort. Und Heatwave! Ich sage dir, du bist zu einem starken Anführer geworden. Ich glaube, du bist bereit, größere Verantwortung zu übernehmen. Sir, sei vorbereitet, wenn die Zeit kommt.